Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, mit welcher Strategie die Öffentlich-Rechtlichen und Sarah Wagenknecht in die Hart aber Fair-Sendung gegangen sind und wie die Öffentlich-Rechtlichen, wie überhaupt ihre Strategie ist im Moment. Man muss sich das angucken, auch in der Länge, um das zu verstehen, auch die Wirkung auf einen selbst zu verstehen, weil man sich ja gar nicht erklären kann, wie die Leute, wie sie da mitmachen, bei dem, was aktuell geschieht. Jetzt im Folgenden die Beiträge, danach ein paar Worte dazu. Die Ukraine muss gewinnen, Punkt. Was heißt denn gewinnen? Ja, gewinnen heißt, dass es um die Identität der Ukraine geht, dass die Ukraine nicht, wie Putin es gerne möchte, vernichtet wird, nicht ihre Sprache, nicht ihre Kultur vernichtet wird und dass sie ihr Territorium bewohnen kann und auf ihrem Territorium leben kann. Heißt das auch die Krim und den Donbass? Na, wenn Sie mich fragen, ja, aber ich bin nicht die Ukraine. Das muss die Ukraine entscheiden. Das müssen diejenigen entscheiden, die dort regieren, die dort demokratisch gewählt sind und die vielen Bürgerinnen und Bürger, die in einer großen Entschlossenheit, wenn auch Erschöpfung, aber trotzdem weiter Entschlossenheit für ihr Land kämpfen. Mhm. Herr Prantl, die Grünen, das ist die Friedenspartei, so bezeichnen Sie sich zumindest. Sind Sie da gerade auf dem richtigen Pfad? Ich glaube, nein. Es ist ja tatsächlich so, dass man nicht die Alternative hat, Waffenlieferungen oder Verhandlungen. Ich finde, beides ist angebracht. Absolut. Und das Zweite, die Verhandlungen, davon höre ich bei den Grünen und bei der grünen Außenministerin zu wenig. Ich finde, der schöne alte Satz von Willy Brandt, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts, der stimmt nach wie vor. Und ich würde, Herr Münkler, ich würde auch mit dem Teufel verhandeln, wenn die Chance besteht, dass ich dem Frieden näher komme. Herr Prantl, Sie haben mal was ganz Interessantes geschrieben, nämlich es ist fatal, wenn das Werben für eine diplomatische Offensive fast schon als Beihilfe zum Verbrechen bewertet wird. Wer tut das denn? Ich erlebe die Reaktionen, wenn ich für Frieden, für Friedensverhandlungen werbe. Dann kommt Putin-Freund, das ist noch eines der... Von wem kommt da die Reaktion? Von Lesern, von Leserinnen, vom Publikum, auch aus der Politik. Mhm. Also von mir bestimmt nicht. Und weil Sie die Außenministerin angesprochen haben, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt, 18.02. letzten Jahres war sie bei Lavrov. Es gibt unfassbar viele diplomatische Initiativen. Olaf Scholz telefoniert. Es gibt die Verhandlungen über Gefangeneaustausche. Es gibt die Verhandlungen über Getreideabkommen. Und jeder nur denkbare Kanal zu reden wird ja genutzt, inklusive übrigens dessen, was die Vereinten Nationen gemacht haben. Das war ja auch Diplomatie, das wäre ja nicht einfach hinzubekommen, dass das geschieht. Und wer jetzt abgesagt hat, war ja heute Putin und das nicht, ist so, aber nicht die deutsche korrekt. Außenministerin. Wir erleben einen Angriffskrieg seit einem Jahr in der Ukraine. Seitdem sterben Tausende von Ukrainern. Wir erinnern an die Bilder in Butscha, wo Menschen gnadenlos ermordet wurden. Es werden tausende Frauen vergewaltigt. Damit sie sich nicht wehren können, bricht man ihnen vorher die Hände. Ich kann noch mehr Details sagen. Wir erleben ein unvorstellbares Grauen. Kinder, die verschleppt sind, Kinderkliniken, die angegriffen wurden, als ob das nicht genug wäre, auch Folterkammern, nicht nur wo Erwachsene, auch Kinder gefoltert wurden. Was dort also passiert, ist barbarisch, unmenschlich und deswegen sage ich es direkt am Anfang der Sendung, wo mein Puls noch relativ gut taktet, dass Wladimir Putin so. Und der, ja, ich bemühe mich, es ist nicht ganz einfach, weil das Thema ist ein hartes Thema und Wladimir Putin ist ein Massenmörder und ein Terrorist und hat die Integrität der Ukraine nicht nur in Frage gestellt, sondern er will, das hat er auch immer wieder erklärt, auch vor kurzem wieder, dass dieses Land vernichtet wird. Aber was wollten Sie denn jetzt mit dem Zitat von Frau Wagenknecht? Ich wollte erst mal das einordnen. Es sind 14 Millionen Ukrainer auf der Flucht. Das machen die nicht, weil es in Europa so schön ist, sondern weil sie es ums nackte Überleben kämpfen. Und jetzt ist es, wenn man wie wir zivilisiert aufgewachsen ist, sucht man Möglichkeiten, wie kann man diesen Krieg beenden. Das ehrt. Und ich finde übrigens auch eine Demonstration, wie sie gerade stattgefunden hat, ist wichtig, ist richtig. Da kann man anderer Meinung sein. Wir leben in einem freien Land. Ich rufe nur denen zu, die gerade demonstriert haben. Eine solche Demonstration, davon träumen Millionen von Menschen in Russland. Wenn die das nämlich machen, landen sie für die nächsten 20 Jahre im Gefängnis. Und insofern ist eine Demonstration richtig und wichtig.
Aber entscheidend ist, dass in diesem Kontext aus dem Täter das Opfer beziehungsweise schlimmer aus dem Opfer der Täter wird. Nämlich, dass man versucht zu rechtfertigen, warum die Ukraine angegriffen worden ist. Und man muss sich im Klaren sein, Wladimir Putin, so ist er sozialisiert, kennt die Sprache nur der Stärke. Und deswegen, wenn es denn Gespräche geben sollte, ich bin völlig bei Ihnen, das kann nur die Ukraine entscheiden, kann das nur aus dem Moment der Stärke heraus passieren. Vielen Dank. Jetzt dürfen wir. Ich sage Ihnen auch, warum ich den Ausschnitt gespielt habe, weil ich den interessant fand, weil Sie da gesagt haben, wenn Putin also wirklich einmarschiert, was Sie waren nicht die Einzige, die das nicht geglaubt haben, aber was Sie damals nicht geglaubt haben, dann sei die Diplomatie sozusagen am Ende. Jetzt wollen Sie aber doch weiter Diplomatie, wenn ich Sie richtig verstehe, weiter Verhandlungen. Das wird auch immer einseitig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe tatsächlich damals nicht gedacht, dass der Krieg unmittelbar bevorsteht. Da habe ich mich geirrt. Ich glaube, da war ich nicht die Einzige. Der Zusammenhang war relativ klar. Aber ich habe auch in der Sendung, wenn Sie sich die gesamte Sendung noch mal angucken, ich habe gesagt, Putin hat de facto oder Russland hat de facto kein Interesse, in die Ukraine einzumarschieren. Sie haben es trotzdem getan. Die russische Führung hat ein extremes Interesse, das musste man ja aus ihren Äußerungen schlussfolgern, alles dafür zu tun, dass die Ukraine kein militärischer Vorposten der Vereinigten Staaten wird. Also da geht es um Militärbasen, da geht es um Raketenstützpunkte, da geht es um die NATO-Frage. Und ich bin auch heute überzeugt, der Krieg in der Ukraine ist im Kern kein nationalistischer, sondern ein geostrategischer Konflikt. Also da geht es nicht um großrussischen Nationalismus, auch wenn das Putins Reden seit Kriegsbeginn nahelegen, sondern es geht primär, und das zeigen zum Beispiel die Verhandlungen, die im Frühjahr geführt wurden, es geht primär tatsächlich um die Frage einer Neutralität der Ukraine mit Sicherheitsgarantien, aber ohne direkten amerikanischen Einfluss, weil man muss ja einfach sehen, es gab ja im Frühjahr den Rahmen eines ausgehandelten Abkommens, das hat Foreign Affairs berichtet, das haben viele andere berichtet, Frau da wäre Putin hinter die Linien des 24. Februar zurückgegangen, wenn die Ukraine dafür die Neutralität akzeptiert Frau Wagenknecht, hätte. Also über den Zeitpunkt, über den Sie sprechen. Das waren Verhandlungen, die sind damals nicht weitergeführt worden. Und nicht weitergeführt worden aus bekannten Gründen. Aber deswegen gibt es seither diesen schlimmen Krieg. Und ich finde, wir müssen jetzt diesen Faden wieder aufnehmen. Es ist doch schrecklich. Sie haben ja recht, Frau Strack-Zimmermann. Das ist ein grauenvoller, brutaler Krieg. Jeden Tag sterben hunderte Menschen. Es gibt Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung. Und auf dem Schlachtfeld ist das nackte Grauen. So, und jetzt ist doch die Frage, was tun wir, um dieses Grauen zu beenden? Und wenn man jetzt immer mehr Waffen liefert, Panzer liefert, aber keinen diplomatischen Vorstoß macht, nicht irgendwie ein Kompromissangebot macht, um Gespräche zu ermöglichen, dann beenden wir das Grauen nicht, sondern das Grauen wird auf Jahre weitergehen und das finde ich zynisch und überhaupt nicht solidarisch mit der Ukraine. Herr Münkler? Die Verhandlungen haben nicht dazu geführt, dass Putin sich an irgendetwas gehalten hätte. Putin kennt nur die Sprache des Krieges. Das kann man in Tschetschenien sehen, das kann man in Georgien sehen, das kann man bei dem Versuch der Verunsicherungen gerade sehen, was Moldau angeht und, und. Und deswegen ist ja die Frage, wann kann man mit diesem Machthaber eigentlich verhandeln? Ich glaube, das kann man auf Augenhöhe. Das muss man jederzeit tun, da muss es jederzeit Kanäle geben. Es geht nicht um Diplomatie oder Waffen. Es geht um Diplomatie und Waffen. Ja, was denn sonst? Und es geht aus meiner Sicht übrigens auch um noch mehr. Es geht darum, dass die Menschen in der Ukraine jetzt und sofort Unterstützung und Hilfe bekommen. Humanitäre Unterstützung zum Beispiel. Wiederaufbau. Ich glaube übrigens, das muss man Putin auch sagen. Wir bauen dieses Land gemeinsam wieder auf. Das steht, das liegt nicht einfach flach da und er kann dann damit machen, was er will. Wenn man einen solchen Despoten, einen solchen Aggressor hat, der in seinem eigenen Land Menschen einsperrt, die dagegen sind, sie umbringt. Heute ist der Jahrestag der Ermordung von Boris Nemtsov. Boris Nemtsov, einer der letzten Oppositionellen in Russland, der umgebracht worden ist, hinterrücks erschossen in Moskau. Wenn man sich das anschaut, dann weiß man, dass Putin auch seine eigene Bevölkerung zur Geisel nimmt. Und deswegen sage ich ganz klar, es folgt daraus, wir müssen die Ukraine in die Lage versetzen, Verhandlungen auf Augenhöhe zu führen und dafür zu sorgen, dass ihre Sprache, ihre Kultur, ihr Land für sie erhalten bleibt. Das lieben diese Menschen. Es ist ein wunderbares Land. Und Solidarität, Frau Wagenknecht, das vielleicht noch als Letztes. Mit der Ukraine hätte doch gehießen, dass auf ihrer großen Demonstration irgendwo
eine ukrainische Fahne geweht hätte. Es hätte doch geheißen, dass auf der Bühne, wo man so vor so vielen Menschen sprechen konnte, warum war da eigentlich kein Mensch aus der Ukraine, der gesagt hätte, das ist die Situation, wir wollen die Solidarität mit unserem geknechteten Volk. Frau Streeck-Zimmermann, Frau Wagenknecht, die Demonstration... Die Demonstration am Wochenende ist ein gutes Stichwort. Es gab nämlich mehrere Demonstrationen in Deutschland am Wochenende. Eine davon am Samstag in Berlin, zu der hatte Frau Wagenknecht und auch Alice Schwarzer aufgerufen. Und ich war da. Samstagmittag in Berlin. Die Stimmung auf der Demonstration ist zum Teil aufgeheizt, feindselig gegenüber Journalisten. Absolute Lügenpresse. Das ist tendenziös, wie sie zurzeit berichten. Das ist eine Schande. Ihre ganze Arbeit ist eine Schande. Das ist eine Schande. Sie sollen unabhängig sein und kritisch, aber das sind sie nicht. Der Putin wird jetzt zum neuen Hitler stilisiert. Das ist die neue Nummer. Glauben Sie es mir, und das traue ich mich zu sagen, aber Sie schneiden es raus. Ob das ein Überfall war und so weiter, das ist ja alles strittig. Es gibt aber auch die, die sich einfach Frieden wünschen. Ich bin der Meinung, mit Waffen schafft man keinen Frieden. Es geht darum, dass wir Brückenbauer brauchen zwischen dem Osten und dem Westen. Ich bin Jahrgang 53, also im Dezember 70, und habe so gehofft, wir lassen das jetzt mit den Waffen, ja, und wir werden friedlicher. Und jetzt erschreckt mich das, was da passiert, und ich verstehe nicht, was dieser Blödsinn soll. Wirklich. Alte Pazifisten und rechte Querdenker, ist das der Beginn einer neuen Friedensbewegung? Nein, eine solche Friedensbewegung will ich nicht. Ich will eine Friedensbewegung, die tatsächlich lauter ist und die hinter einem Friedensplakat nicht ganz andere Forderungen versteckt. Ich sehe allerdings auch, dass die Präsenz von Rechtsradikalen, von Rechtsextremisten auf Demonstrationen fatal ist. Ich will aber auch nicht, dass, wenn zwei Busse mit AfD-Leuten anreisen, die ganze Demonstration vergiften. Und wenn man es so darstellt, als ob jetzt die Demonstration vergiftet wäre, das wäre ein Triumph für die Rechtsextremisten, den ich denen nicht gönne. Ja, nur ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten, Menschen auf der Demonstration zu finden, die mir nicht Lügenpresse entgegengesteuert haben. Frau Wagenknecht, glauben Sie eigentlich auch, ich bin Teil der Lügenpresse? Also ich finde, wenn man verschiedene Leute auf einer Demonstration fragt, dann wird man eine ziemliche Bandbreite an Meinungen finden. Aber dass die, sag mal, die mehrheitliche Darstellung in den Medien an einer Einseitigkeit krankt, also das sehe ich auch. Auch die Reaktion auf unser Manifest. Schön ausgedrückt. Bin ich Teil der Lügenpresse, Frau Wagenknecht? Also diesen Begriff mache ich mir nicht zu eigen und habe ich nie verwandt, weil ich finde, so sollte man keine Diskussion führen. Aber wenn jetzt die Veröffentlicher oder die Unterzeichner des Manifests seit 2 Wochen diffamiert werden, dass sie entweder naiv, Handlanger Putins, von ihm bezahlt sind, dass sie irgendwie mit Rechten paktieren, dann finde ich das schon eine ziemliche Unverschämtheit. Ja, gucken Sie sich die ganze Presse an, das ganze Presseecho. Ich meine, Herr Münkler hat uns, ich glaube, irgendwie Geistloses daherreden oder sowas richtig unterstellt. Gewissenloses. Also Gewissenloses, ja. Also gut, gewissenlos, okay. Aber eigentlich ist ein gewissenloser Mensch vielleicht auch geistlos. Also die Reaktion war nicht sonderlich sachlich. Und was, wie gesagt, ein angebliches Paktieren mit Rechten angeht, ich finde es auch wirklich eine Unart, wenn bei einer Demonstration Zehntausende Menschen sind, ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Die Polizei sagt 13.000, nur dass wir das festgehalten haben. Ja, also wenn man das Territorium sieht, was die Demonstration belegt hat, schafft man das nicht mit 13.000. Also ich will jetzt gar nicht diese Debatte aufmachen, aber Sie sagen, ganz es ist einfach Menschen, nicht, man Kollegin, kann das nicht mit 13.000. Sie müssen es mir nicht glauben, Frau Wagenknecht, aber meine Kollegin vom Spiegel, Ann-Kathrin Müller, war auch da. Und die hat... das gibt's alles auf Video und auch auf Fotos. Holocaust-Leugner da gesehen, rechtsradikale Nazis, AfDler, Jürgen Elsässer, die das waren alle genau da. Das ist genau das, was ich meine. Das ist genau das, was ich mit einseitiger Berichterstattung meine. Da sind
Zehntausende Menschen. Und da finden Sie dann irgendeinen Gunnar Lindemann und einen Jürgen Urban. Also das ist doch überhaupt nicht repräsentativ. Und ehrlich gesagt finde ich auch diese Diskussion, die ist im Grunde nur darauf ausgerichtet, das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit, auf Versammlungsfreiheit zu untergraben. Weil Sie können ja gar keine Demonstration machen, ohne dass Sie... Wie wollen Sie denn verhindern, dass solche Leute kommen? Wie wollen Sie das? Ich habe vorhin gesagt, dass Neonazis und Reichsbürger auf dieser Kundgebung keinen Platz haben. Das habe ich in meiner Rede gesagt. Und ansonsten muss ich sagen, wenn hier jeder einzelne... Ja, es gibt ja auch keine Gesinnungspolizei. Es gibt ja auch ein Versammlungsrecht in Deutschland, was sehr liberal ist. Also, ich möchte aber auch noch was zur AfD sagen. Also wenn hier wirklich jeder einzelne AfDler auf diesem riesigen Platz gezählt wird. Also die AfD, ich habe null Sympathie mit dieser Partei. Ich finde sehr problematisch, dass sie inzwischen bei 15% liegt und im Osten bei über 20. Aber das verhindert man nicht dadurch, dass man ein riesiges Bohai darum macht, dass irgendein AfD-Funktionär auf dieser Kundgebung ist, sondern man sollte vielleicht mal darüber nachdenken, warum diese Partei so stark ist. Und das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass Menschen, die die Position unseres Manifests für Frieden teilen, in dem Parteienspektrum eigentlich so gut wie keinen seriösen Adressat mehr haben, den sie wählen können. Und wir als Ukraine brauchen diese herzliche und geschlossene Unterstützung, die wir im vergangenen Jahr von Ihnen bekommen haben. Ich möchte deutschen Politikern und Bundestagsabgeordneten und schließlich auch der Bundesregierung danken, dass wir aus diesen leichtsinnigen Versprechungen, 5000 Helme uns zu liefern, nun so wichtige Waffen auch bekommen haben, wo wir die Russen abwehren können. Deswegen bleiben Sie bitte mit uns und wir werden unbedingt auch diesen Frieden wieder in Europa gemeinsam erkämpfen und bekommen. Herr Osatschuk. Das nehme ich mit in unsere Runde und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Vielen Dank. Danke vielmals. Frau Göring-Eckardt, Herr Osatschuk und die Ukrainer wollen offensichtlich weiter kämpfen. Mussten Sie, Sie waren mehrmals in der Ukraine, das auch erst durch Ihre Reisen in dieses Land begreifen, dass, um zu der Haltung zu kommen, Deutschland muss Waffen liefern? Ich bin ja seit 2004 immer wieder in der Ukraine gewesen und habe inzwischen Freundinnen und Freunde dort und kann mir, glaube ich, auch ein ganz gutes Bild darüber machen, wie die Stimmung da ist. Und das ist eine Mischung. Auf der einen Seite eine große Erschöpfung von diesen Angriffen, auf der anderen Seite weiterhin eine große Entschlossenheit. Und was Herr Osatschuk gerade gesagt hat, das mich bewegt es immer wieder sehr, weil wer hat denn die größte Friedenssehnsucht? Wir hier? Ja, wir in Deutschland, die wir am Freitag letzter Woche in ganz Deutschland auf die Straße gegangen sind, am Samstag wahrscheinlich auch welche. Nee, ich glaube, es haben die Menschen in der Ukraine die allergrößte Friedenssehnsucht. Die leben zum Teil im Keller. Die sehen ihre Kinder nicht mehr, weil sie auf der Flucht sind. Deren Kinder sind verschleppt worden, 16.000 Kinder. Ich versuche mir das immer vorzustellen, was das bedeuten würde, wenn es mein Kind, wenn es mein Enkelkind wäre, was verschleppt worden ist nach Russland, was ich vielleicht nie wiedersehe. Kinder sind adoptiert worden in Russland. Die werden möglicherweise nie wissen, wer ihre eigentlichen Eltern, wer ihre eigentliche Herkunft gewesen ist. Es ist gefoltert worden, es ist vergewaltigt worden. Und es wird weiter vergewaltigt. Deswegen ist auch diese Idee, dass man jetzt mal sofort einen Waffenstillstand macht, bedeutet ja das, was in den besetzten Gebieten die ganze Zeit passiert ist. Es ist ja weiter vergewaltigt worden. Es ist weiter gefoltert worden. Und deswegen, wenn ich das höre, diese Friedenssehnsucht, die aus diesen Worten spricht oder die ich von meinen Freundinnen in der Ukraine, von Politikerinnen dort höre, dann sage ich ja, die Chance, auf Augenhöhe zu verhandeln, die Chance übrigens, Putin zu sagen, er muss verhandlungsbereit sein, er muss sich zurückziehen. Das kann ja sofort beendet werden. Der Waffenstillstand kann sofort kommen, wenn Putin sich zurückzieht. Und das wäre mein größter Wunsch, dass man nicht mehr darüber spricht, dass etwas in der Ukraine passiert. Frau Wagenknecht, Sie haben ja Unterstützung bekommen von der russischen Botschaft für die Demonstration. Warum adressieren Sie eigentlich nicht an Putin, was er zu tun hat? Warum muss jedes Mal, wenn Sie sagen, das ist ein völkerrechtswidriger Angriff, ein Aber kommen? Nein, Punkt, das ist es. Es gibt kein Aber. Das Einzige, was wir gemeinsam brauchen, ist
dass wir Frieden schaffen können. Und dazu braucht es verschiedene Dinge, Diplomatie, leider auch noch Waffen, aber jede Bereitschaft, darum zu kämpfen für die Menschen mit der größten Friedenssehnsucht in der Ukraine. Frau Wagenknecht, ist das das, was... Das, was Herr Osatschuk da macht rund um Bachmut, ist das sinnlos? Also ich verstehe von ukrainischer Warte aus, dass man natürlich sich sehnlich wünscht, dass die Russen einfach abziehen und dann wäre der Krieg zu Ende. Ja. Aus dem Territorium der Ukraine. Es ist einfach nicht realistisch. Warum? Es wird nicht so sein. Ja, weil die Welt so ist, wie sie ist und weil auch die russische Führung natürlich bestimmte Kriegsziele hat, die sie zum Teil nicht erreichen wird. Aber man wird trotzdem irgendein Angebot machen müssen, um dieses Sterben zu beenden. Also diese Warte oder diese Haltung zu sagen, wir kämpfen so lange, bis der letzte Russe von der Krim vertrieben ist, heißt, man nimmt in Kauf, dass noch über viele Jahre Krieg geführt wird, dass die Ukraine am Ende ein entvölkertes, völlig zerstörtes Land ist. Das ist doch Wahnsinn. Und deswegen muss es doch irgendeinen Weg geben. Und wie gesagt, Sie haben ja vorhin gesagt, Vertrauen, Verhandlungen nach Kriegen oder in Kriegen beruhen nie auf Vertrauen. Deswegen braucht es Sicherheitsgarantien für beide Seiten am Ende, auch für die Ukraine selbstverständlich. Aber viele Kriege wurden durch Verhandlungen beendet. Die USA hat am Ende des Afghanistan-Krieges mit den Taliban verhandelt. Den hat man auch nicht vertraut. Die meisten Kriege sind nur militärisch entschieden worden. Nein, das stimmt nicht. Die meisten Kriege in der Weltgeschichte sind durch Verhandlungen entschieden worden. Und zumindest dieser Krieg, jetzt reden wir mal nicht über andere Kriege. Dieser Krieg wird nach Aussagen aller Militärs nur auf dem Verhandlungsweg zu beenden sein. Ansonsten riskieren wir einen Weltkrieg und einen Atomkrieg. Man muss unterscheiden zwischen den Kriegen, die durch den Sieg einer Seite beendet werden. Und da finden natürlich auch Verhandlungen statt, aber das sind Diktatur- oder Diktatverhandlungen. Nicht? Eine Seite ist der Sieger und der andere unterschreibt. Das klingt ja alles sehr positiv und wir sind gute Menschen. Und kann sich hier einer vorstellen, dass wir ein Gegenüber haben, dass dieser Westen, dass diese freie Welt ein Gegenüber hat, der kein guter Mensch ist? Wladimir Putin hat immer wieder klargemacht, dass er die Ukraine von der Landkarte streichen will. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Nein, und er hat sogar noch, und er hat noch viel mehr gesagt. Dass nämlich auch andere Staaten können ja schauen, was gerade in Belarus passiert. Das ist ja de facto in russischer Hand. Das heißt, dass diese Länder, und dann sind wir im Baltikum, und da würde ich gerne ein paar Sätze zu sagen, weil die Balten haben immer den Westen, auch uns Deutschen, immer wieder gesagt, es wird der Tag kommen, wo Russland angreift. Das wurde hingenommen, wird schon nicht so schlimm, passiert nicht. Wenn Sie mit diesen relativ kleinen Ländern sprechen, die eine Grenze zu Russland haben, die haben eine Panik zu Recht davor, dass wenn es wie auch immer einen Frieden gibt und die halbe Ukraine verschwunden wird, sein wird und Russland die Möglichkeit hat, wieder aufzurüsten, wieder Kräfte zu sammeln, dann ist die Gefahr unglaublich real, dass auch andere Länder angegriffen werden. Das sehen die Menschen in Moldau so. Das sehen die Menschen in Georgien so. Warum will Finnland und Schweden Teil der NATO werden? Die Finnen haben eine riesige 1650 Kilometer große Grenze zu Russland. Seit 70 Jahren starren die darauf, weil sie gesagt haben, irgendwann kommt der Tag. Und deswegen ist dieser Krieg so dramatisch, weil die UN ist gegründet worden nach diesem grausamen Zweiten Weltkrieg, damit eben nie wieder auf dieser Welt einer den anderen überfällt und Grenzen im wahrsten Sinne des Wortes überschreitet. Herr Prantl? Und deswegen ist diese akzeptiert hat. Und diese die das Grenzen, kommt dazu. Die Beschreibung die Grenzen, Frau Stockmann, ist ja völlig richtig. Die Frage, die ich Ihnen stelle, wollen Sie deswegen wegen der richtigen Beschreibung mir sagen, mit diesem Putin darf man, weil er so ist, wie er ist, nie und nimmer verhandeln und das kann nicht sein. Ich stelle die Gegenfrage, glauben Sie ernsthaft, dass ein Wladimir Putin, der so viel Blut an den Händen hat, dass der ernsthaft sich hinsetzt und verhandeln will. Ich kann Ihnen sagen, wie solche Verhandlungen aussehen. Übrigens, ich finde, das es gehört auch dazu, dass am Anfang, nach dem Angriff, Selenskyj laut darüber nachgedacht hat, die Menschen in der Ostukraine, als dort noch welche lebten, mit einem Referendum nicht mit der Pistole an der Schläfe, zu fragen, inwieweit sie lieber Teil Russlands werden würden. Das Ganze sind durch die Massenmorde in Butscha, waren diese Dinge hinfällig. Weil das die ukrainischen, die Menschen hätten das gar nicht mehr verstanden. Und ich will nur, dass wir die Diskussion führen. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, nicht naiv zu sein, zu glauben, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der in irgendeiner Weise das kultivierte Miteinander, das menschliche Miteinander beherrscht. Wladimir Putin
will das nicht. Leider gibt es von solchen Frau Typen Streck-Zimmermann, noch... Herr Brandt, die Welt ist voll, Frau Wagenknecht, ist voll von Herrschern. Frau Wagenknecht, vielleicht machen wir uns an dieser Stelle einfach noch mal bewusst, was da in der Ukraine passiert. Meine ARD-Kollegin Susanne Peterson hat mit Frauen gesprochen, die unter der Besatzung Russlands in den ukrainischen Gebieten leiden. Und jetzt eine Triggerwarnung. In diesem Beitrag geht es um sexualisierte Gewalt. Die Ukrainerin Halina Tischenko wurde von russischen Soldaten erniedrigt und verprügelt. Was dann in ihrem Haus in einem Kiewer Vorort passiert ist, will sie erzählen. Er sagte, zieh deine Sachen aus. Ich fing an zu weinen und fiel auf die Knie und sagte, bitte tun Sie das nicht, ich bin eine alte Frau. Wissen Sie, mein Gesicht war noch immer geschwollen vom vielen Weinen. Zweifellos ist die sexuelle Gewalt nach dem 24. Februar fast zu einer Epidemie in der Ukraine geworden. Wir sehen sie in allen Gebieten, die vorübergehend von Russland besetzt sind. Und sie hat sich vor allem durch den Kontakt des russischen Militärs mit der ukrainischen Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten verbreitet. Ich hoffe, Alice Schwarzer hat den Beitrag auch gerade gesehen. Frau Wagenknecht, Sie haben vorhin in dieser Sendung gesagt, dass Sie es für unrealistisch halten, dass russische Soldaten aus den besetzten Gebieten, jeder einzelne russische Soldat weggeht. Heißt das, die ukrainischen Frauen sollen im Donbass und auf der Krim einfach weiter unter russischer Besatzung leben? Ja, also ich meine, dass es solche Übergriffe gibt und dass das schauerlich ist und grässlich. Das ist Gewalt. Das ist sexualisierte Gewalt. Das ist aber nicht das ist doch Teil des Krieges. Das ist furchtbar für und diese Menschen. Und das ist doch nicht nur in diesem vergessen. Krieg so. Kriege sind immer Kriegsverbrechen verbunden. Wir reden über Frauen in der Ukraine, Frau Wagenknecht. Die UN-Menschenrechtskommissarin hat immer wieder darauf hingewiesen, auch in diesem Krieg. Kriegsverbrechen werden von beiden Seiten begangen. Und wenn man sie beenden Frau Wagenknecht, will, da muss wenn man einmal sie beenden will, dann muss man sie nicht beenden. Herr Münkler, Frau Katrin Göring-Eckardt, Frau Wagenknecht, sorry, das kann ich in dieser Sendung so nicht stehen lassen. Ja, ich zeige Ihnen mal, was die UN sagt. Die Vereinten Nationen sammeln seit Beginn des Krieges Informationen zu Vergewaltigungen. Es gibt dazu verschiedene Aussagen, Stellungnahmen, Berichte. Belege für Vergewaltigungen durch ukrainische Soldaten liegen der UN demnach nicht vor. Beim Thema Vergewaltigungen geht es ohne Ausnahme immer um russische Soldaten. Pamela Patton, UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten, klagt die russische Armee an. Wenn man sieht, dass Frauen und Mädchen tagelang geschlagen und vergewaltigt werden, dann ist das eindeutig eine militärische Strategie. Also das stimmt so nicht. Die UN hat eindeutig gesagt, dass Kriegsverbrechen, und das ist in jedem Krieg so, von beiden Seiten begangen werden. Jetzt ging es, Frau Wagenknecht, jetzt ging es um Vergewaltigung. Frau Wagenknecht, welche Seite mehr Kriegsverbrechen begeht. Das ist meine Verantwortung als Moderator dieser Sendung. Die entscheidende Frage ist doch, wie beendet man Kriegsverbrechen, indem man einen Krieg beendet? Jetzt haben wir ein Problem, weil es meine Verantwortung als Moderator dieser Sendung, hier keine Falschmeldung stehen zu lassen. Ich habe Ihnen das gezeigt, das stimmt, und das, da ging es um Vergewaltigung. Aber von Kriegsverbrechen generell gesprochen. Ja, davor haben Sie über Vergewaltigung gesprochen, deswegen habe ich Ihnen gezeigt, wie es wirklich ist und was die UN wirklich sagt. Die UN hat sogar dokumentiert, dass schon vor dem Krieg vom Azov-Bataillon in dem Donbass Vergewaltigungen als Strategie eingesetzt wurden. Solche Grausamkeiten sind das schreckliche Folgen, die einfach zu jedem Krieg dazugehören? Oder ist das, dass Russland das hier als Kriegswaffe einsetzt, eine Besonderheit? Zu jedem Krieg gehören Verbrechen grausamster Art, leider. Es scheint hier so zu sein, dass tatsächlich die russische Armee Putin solche Verbrechen gezielt einsetzt, um die Ukraine zu demoralisieren. Mhm. Das darf nicht passieren. Und deswegen bin ich auch gegen den Stopp von Waffenlieferungen, weil die ukrainische Armee in die Lage versetzt werden muss, den Angriffen standzuhalten und wenn möglich irgendwie mit westlicher Hilfe die Russen zurückzudrängen und solche Grausamkeiten zu beenden. Ich bin auch dafür, dass die internationale Strafgerichtsbarkeit hier eingreift. Ich wundere mich seit langem, warum gegen Putin kein internationaler Haftbefehl
vom Internationalen Strafgerichtshof erlassen worden ist. Was würde das ändern? Es würde gar nichts ändern, aber es wäre ein Symbol dafür. Aber es werden Daten gesammelt und gesammelt. Dass ein völkerrechtliches Verbrechen vorliegt, dass die Statuten massivst verletzt worden sind. Und Statuten sind ja hier kein Abstraktum. Wie das Konkretum ausschaut, haben wir eben gesehen. Aber ich würde da gerne noch mal reingehen. Und hier muss tatsächlich massivst entgegengehalten werden. Man muss, das ist der Satz, der mir wichtig ist, ich muss die Waffeneinsätze verantworten können. Ich muss die Risiken verantworten können. Da hat Herr Münkler vorher gesagt, deswegen liefern wir auch bloß die Waffen, die nicht sich gegen russisches Territorium wenden können. Wenn das passieren würde, würde ich es für fatal halten. Warum? Vergewaltigt. Ja, natürlich. Wurden ja. Das ist ja jetzt, just nein, in diesem vor Augenblick. Allen Dingen. Von Sie wem? Benennen die Täter nicht. Täter, Opfer, Sie flüchten gleich, sich alles in gleich. Eine Passivkonstruktion. Ich kenne Berichte der UN, die da wesentlich wieder. Differenzierter sind als das hier. Und ich meine, jemanden zu unterstellen, mir zu unterstellen, Frau Wagenknecht, glauben Sie nicht, dass Russland Vergewaltigung als Kriegswaffe einsetzt? Das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe? Also das habe ich doch nie in Abrede gestellt. Ich finde nur die Unterstellung sagen zu sagen, Sie dass uns das nicht nahe geht, das finde ich einfach eine Frechheit und sowas zu unterstellen. Die Frage ist doch, wie beendet man das? Das ist doch die Schlüsselfrage. Wie beendet man das Grauen dieses Krieges? Beenden wir das, indem wir jetzt Panzer liefern, Kampfjets liefern, lenken, noch mehr Waffen liefern? Damit beenden wir das doch nicht. Das ist doch die Schlüsselfrage. Die Schlüsselfrage ist doch nicht, dass irgendjemand von uns gleichgültig ist, wenn solche Verbrechen geschehen, sondern das Problem ist, dass die westliche Strategie, einen Abnutzungskrieg zu finanzieren, der über Jahre andauert, auch bedeutet, dass dieses Grauen über Jahre andauert, dass das immer so weitergeht. Und ich will nicht, dass das immer so weitergeht. Weil ich schon spüre, dass Sie sonst nicht dazwischen kommen. Allerletzter Punkt, den möchte ich schon noch machen. Wenn es einen Waffenstillstand gibt, dann kann die UN wieder Beobachter hinschicken. Und dann kann man genau diese Verbrechen verhindern. In ihrem Zimmer nebenan hortet Oksana Bücher. Sie hofft, sie eines Tages heimbringen zu können. Sie träumt von einer demokratischen Zukunft in der Ukraine. Ein schöner Traum, der sie gleichzeitig quält, weil sie geflohen ist. Ich beschuldige mich, dass ich nicht dabei bin, um das Land zu schützen. Nur Träume habe, in sicherem Land etwas zu bauen. Ich fühle mich dumm jetzt in diesem Moment, weil ich nicht helfe. Ja. Aber du tust es für deine Tochter. Ja, das tue ich für meine Tochter. Beeindruckende Frau. Vielen Dank, Brigitte, dass du sie besucht hast. Wie ist nun die Strategie der großen Medien? Sie versuchen mit allem Nachdruck, mit aller Emotionalität, Russland zu dämonisieren. Und indem Russland und Putin so gefährlich dastehen, erscheint es dann vollkommen logisch, dass Waffenlieferungen und Sanktionen notwendig sind. Dass darüber eigentlich gar nicht mehr diskutiert werden muss. Dass es vollkommen klar ist, dass man der Ukraine Waffen liefern muss, um sich verteidigen zu können. Putin ist imperialistisch. Und wenn man ihn nicht stoppt, dann dehnt er sich immer weiter aus. Dann führt er gegen alle Krieg. Es erscheint nun als großer Triumph, dass Klamroth zugeben muss, nachher im Nachhinein im Faktencheck, dass Sarah Wagenknecht richtig gelegen hat, dass er falsch gelegen hat. Tatsächlich ist aber die Sendung aus meiner Sicht kein Punktsieg gewesen für Wagenknecht. Alle Gäste, inklusive Klamroth, und es ist ja nicht nur in der Sendung, es ist ja in den großen Medien rauf und runter, sie spielen die Dämonisierungskarte. Wie schlimm Russland ist, wie viele Vergewaltigungen, wie schrecklich. Sarah Wagenknecht fährt dann immer die Strategie. Sie sagt, und das denkt sie, das ist besonders schlagkräftig, sie sagt, ja, umso mehr müssten Friedensverhandlungen erfolgen. Das Problem ist, dass die anderen sich mittlerweile darauf eingestellt haben. Und sie spielen umso dreister die Dämonisierungskarte von Russland. Und die Logik ist dann eindeutig. Russland ist so schlimm, die Waffenlieferungen, sie sind notwendig. Und das Problem ist, dass Sarah Wagenknecht, indem sie es bestätigt und sagt, umso mehr müsste es Friedensverhandlungen geben, um den Menschen zu helfen. Umso mehr können die anderen die Karte spielen, Friedensverhandlungen bringen sowieso nichts, das ist kurzsichtig. Putin führt immer Krieg und mit Verhandlungen verschafft man ihm nur Luft, um noch besser Krieg führen zu können. Deswegen sind Verhandlungen vollkommen sinnlos. Putin muss unbedingt eingedämmt werden. Putin muss weg, ansonsten ist es immer schlimm. Und das klingt jetzt für uns nach völligem Schwachsinn. Aber tatsächlich, aus meiner Sicht, ist die Logik, verliert Sarah Wagenknecht der Logik nach.
Angenommen, es wäre jetzt so, Putin wäre ein neuer Hitler, er ist gemeingefährlich. Dann ist es so, dann müsste man ihn mit Waffen stoppen, wenn es so wäre. Sarah Wagenknecht verweist jetzt immer auf die Interessen mit der NATO. Und auf der Friedensdemonstration kann man auch das Argument mit dem Hafen von Sevastopol, dass die Russen das nicht aufgeben wollen. Aber Wagenknecht tritt der Dämonisierung nicht entgegen. Und die Dämonisierung bildet dann die Grundlage, die argumentative Grundlage, auf der diskutiert wird. Entscheidend für die Schlussfolgerungen, die die Leute aus solchen Sendungen ziehen, ist, welche Tatsachen akzeptiert werden und welche nicht. Jetzt mögen viele einwenden. Ja gut, Sarah Wagenknecht, sie kann nicht mehr machen. Wenn sie irgendwelche Verbrechen der Ukraine auf den Tisch bringt, dann heißt es russische Propaganda. Überhaupt bei allem Möglichen, wenn sie mehr aufklären will, die anderen machen sie fertig, sie sagen dann russische Propaganda. Deswegen ist es clever von Wagenknecht, das alles stehen zu lassen und zu sagen, je schlimmer die Kriegsverbrechen sind, umso mehr müsste verhandelt werden. Das wäre, sie würde auch so gewinnen. Es wäre gar nicht nötig, weiter aufzuklären. Sie muss sich gar nicht angreifbar machen damit. Sie wird dann sowieso nur geframed und es ist dann geschickt, das so zu bringen, und die Verhandlungen sind ja auch so zwangsläufig. Und was auch besonders dreist von Klamroth war und wo aus meiner Sicht Klamroth einen wichtigen Punktsieg eingefahren hat, ist die Frage, halten Sie uns auch für die Lügenpresse? Und Sarah Wagenknecht antwortet dann, den Begriff mache ich mir nicht zu eigen, aber Sie diffamieren uns und Sie sind einseitig. Und aus meiner Sicht, das ist wirklich schlimm, weil das ist Verbreitung von Desinformation. Wagenknecht deckt damit ungewollte Medien und überzeugt die Leute davon, dass die Medien zwar einseitig sind, dass sie diffamieren, aber dass sie im Grundsatz die Wahrheit sagen, dass sie nicht täuschen. Und das ist ganz verheerend, weil sie ja für die Leute draußen ein Pol ist, ein Argumentationspol. Das heißt, wenn sie jetzt den Medien attestiert, sie würden wahrheitsgemäß berichten, sie würden nicht täuschen, das tut sie indirekt, dann ist das eine Bestätigung der ganzen Narrative, des Russland-Dämonen-Narrativ. Und das ist aus meiner Sicht, es sprechen alle Hinweise dafür, dass es vollkommen falsch ist. Dass das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, dass es genau umgekehrt ist. Dass tatsächlich das Handeln der USA und auch der ukrainischen Regierung seit 2014, dass es satanisch ist. Dass es wirklich einfach nur schrecklich ist und man vielleicht Russland irgendwelche Fehler vorweisen kann. Aber aus meiner Sicht, sie eigentlich jetzt an dem Konflikt, dass sie ihn nicht wollten und sie die geringste Schuld daran tragen. Auch wenn sie im Februar 2022 in die Offensive gegangen sind. Was Wagenknecht hätte erwähnen können oder aus meiner Sicht erwähnen müssen, ist die Tatsache, dass Minsk II, dass es erstmal nie der Krieg beendet wurde, dass der Krieg 2014 angefangen hat, dass es nur ein Waffenstillstandsabkommen gegeben hat. Und auch ganz wichtig, dass die Ukraine einen Genozid gegen die eigene Bevölkerung begangen hat. Gegen die russischsprachige Bevölkerung im Osten, was sehr wohl ein Interventionsgrund für Russland ist. Entscheidend ist jetzt, dass es ein Waffenstillstandsabkommen gab, aber Merkel, Hollande, Poroschenko und Zelensky offen zugegeben haben, dass es nur dazu da war, um Zeit zu gewinnen, um gewaltsam die Gebiete zurückzuerobern. Anstatt dem Friedensplan im Waffenstillstandsabkommen zu folgen, was den Donbass wieder an die Ukraine angegliedert hätte, wobei diese aber Autonomierechte hätten, sie beispielsweise die russische Sprache hätten sprechen dürfen und so weiter. Entscheidend ist darauf zu verweisen, dass unnötigerweise 2014 die Regierung den Krieg begonnen hat, indem sie Panzer in den Osten geschickt hat. Die Bevölkerung schikaniert wurde, beschossen wurde, die Sprache verboten wurde, die Renten gekürzt wurden. Also alles getan wurde, um zu spalten. Und das ist dokumentiert. Es ist ganz entscheidend, das immer wieder zu erwähnen. Und dann ist es entscheidend, die Motivation dafür zu erläutern. Und zwar, dass die Motivation von den USA kommt, dass sie 2014 geputscht haben, was aus meiner Sicht bewiesen ist durch das abgehörte Telefonat. Ich wiederhole es jetzt nicht alles nochmal, da könnt ihr die vergangenen Videos angucken. Zum Beispiel dieses hier, ich blende es oben ein. Jedenfalls wurde in den USA immer wieder das Motiv ausgesprochen von führenden Geostrategen, dass es ganz wichtig sei, Eurasien zu spalten und den Handel zu blockieren. Zwischen Deutschland und Russland vor allen Dingen. Über die letzten 100 Jahre. Und das war immer die Politik gewesen. Das heißt, hier sehen wir ganz klar eine Motivation. Und die meisten Leute in Deutschland wissen das nicht. Und diese Motivation muss erläutert werden. Und wenn Sarah Wagenknecht auf diese Originaltöne verweist aus den USA, dann kann sie nicht geframed werden. Weil das haben führende Geostrategen, das hat auch die RAND Corporation, die sie ja anderweitig zitiert hat, das wurde von diesen Leuten publiziert. Und das kann man ganz offen im Internet angucken. Und da besteht Wagenknecht auch jeden Faktencheck.
Ganz wichtig ist der Waffenstillstand und das Aufkündigen des Waffenstillstands von Zelensky 2019 und von der Bundesregierung heimlich 2021 am 4. November, in dem plötzlich die Bundesregierung erklärt hat, Kiew könne man es nicht zumuten, mit den Separatisten zu reden, obwohl es ein zentraler Bestandteil des Abkommens ist. Die Bundesregierung hat das natürlich genau gewusst, dass es das Ende des Waffenstillstandsabkommens ist. Weil das Waffenstillstandsabkommen ist wirklich kurz. Das ist ganz einfach zu lesen. Und die Bundesregierung hat natürlich gewusst, wenn sie jetzt diesen Punkt plötzlich aufkündigen, dann ist das Waffenstillstandsabkommen tot. Und die Medien haben das verschwiegen und haben es so dargestellt, als hätte Russland das aufgekündigt. Auch hier kann man darauf pochen, dass die Bundesregierung das gekündigt hat. Und hier besteht man auch jeden Faktencheck, weil die Konfirmation nachlesbar ist. Weil die Russen sie erst veröffentlicht haben. Die Medien nur nicht darüber berichtet haben. Es wurde ja früher immer behauptet, Russland hätte das Waffenstillstandsabkommen gebrochen, obwohl Russland dabei gar nicht vorkommt. Russland gar nichts zu erfüllen hat. Russland kann das Abkommen gar nicht brechen. Und nachher wurde behauptet, das Waffenstillstandsabkommen sei unzumutbar gewesen. Und darauf könnte man pochen. Darauf hätte Wagenknecht pochen können. Vor allen Dingen hätte Wagenknecht auch darauf pochen können, dass es ganz viele O-Töne in der Ukraine gibt. Auch ein Strategiepapier, das verabschiedet wurde, das die gewaltsame Wiedereroberung der Krim und des Donbass plant. Die Ukraine hat also immer ganz offen gesagt, sie wollen diese Gebiete zurückerobern. Und Wagenknecht kann auch erklären, dass 2022 im Februar die Ukraine den Beschuss massiv erhöht hat, um das 30- bis 40-fache. Und dass das natürlich ganz eindeutige Zeichen dafür sind, dass die Ukraine plant, diese Gebiete zu erobern. Dass also Russland der Ukraine nur zuvorgekommen ist mit dem Angriff. Und dass schon 2021 es fast zum Krieg gekommen wäre. Auch weil die ukrainische Regierung ebenfalls den Beschuss erhöht hat, es dann aber noch Gespräche gab zwischen Biden und Putin und das Ganze dann wieder abgeklungen ist. Was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass die USA damals noch nicht aus Afghanistan abgezogen sind. Ebenfalls gibt es keine Zweifel daran, dass auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 19. Februar Zelensky verkündet hat, aus dem Budapester Abkommen auszusteigen. Was bedeutet, dass die Ukraine sich atomar wieder bewaffnen will. Kurz danach hat Putin die Gebiete anerkannt, die Donbass-Republiken. Diese haben Russland zu Hilfe gerufen und dann kam es zu dem Angriff. Was aus meiner Sicht auch vollkommen inakzeptabel ist, ist, dass man es überhaupt nicht kritisiert, das hätte Wagenknecht auch fordern können, dass die russischen Medien völlig ignoriert werden und hier zensiert werden. Und die Meldungen hier überhaupt nicht diskutiert werden. Sie kann sehr wohl sagen, dass es nicht in Ordnung ist, alles, was dort gemeldet wird, als Propaganda abzutun. Sie kann auch darauf verweisen, dass die großen Medien nicht darüber berichtet haben, dass der Spiegel ein Interview verfälscht hat, eine Aussage einer Zivilistin um 180 Grad verdreht hat. Sie kann verweisen, dass die russischen Medien täglich berichten vom Beschuss auf Zivilisten, auf zivile Einrichtungen. Und sie kann auch erklären, dass das in der Tradition seit 2014 so ist, dass die Ukraine 2014 einen Genozid begangen haben und es überhaupt keinen Grund gibt anzunehmen, dass sie ihr Verhalten ändern, sondern sie einfach weiter auf die zivilen Gebäude schießen. Was ja damals auch die Öffentlich-Rechtlichen bestätigt haben, dass die ukrainische Regierung das gemacht hat, dass sie diesen Genozid gemacht haben. Welche Verantwortung trägt die Europäische Union angesichts der Gewalt im Osten der Ukraine? Dazu ein Kommentar von Georg Restle vom Westdeutschen Rundfunk. Über 1000 Tote, 3500 Verletzte, 100.000 auf der Flucht. Wer die Zahlen der Vereinten Nationen von heute ernst nimmt, der sollte aufhören, in der Ukraine von einem Konflikt oder Aufstand zu sprechen. Nein, dies ist Krieg mitten in Europa. Und es ist einer der schmutzigsten, den dieser Kontinent in den letzten Jahrzehnten gesehen hat. Was die Menschen in Donetsk oder Luhansk in diesen Tagen erleben, ist ein Albtraum, den die meisten von uns nur noch von den Erzählungen ihrer Eltern oder Großeltern kennen. Kein Strom und kein Wasser, kaum noch Brot zum Essen und die tägliche Angst, schon morgen von den Trümmern des eigenen Hauses begraben zu werden. Ja, dieser Krieg muss aufhören. Aber mit wohlfeilen Appellen ist es längst nicht mehr getan. Schon gar nicht mit einseitigen. Wenn westliche Politiker Wladimir Putin zu Recht auffordern, Russlands Unterstützung für die prorussischen Terrormilizen zu beenden, dann, ja dann müssen sie jetzt auch der ukrainischen Regierung in den Arm fallen. Denn der Bericht der UN ist unmissverständlich. Auch das ukrainische Militär terrorisiert die Zivilbevölkerung. Es trägt den Krieg mit Artilleriefeuer in Wohn- und Schlafzimmer. Es nimmt kaum Rücksicht auf die Not der Menschen und auf deren Leben offenbar noch weniger. Dies kann, dies darf Europa nicht dulden. So wie Moskau mitverantwortlich ist für eine Soldadeska, die Unschuldige entführt, foltert und mordet, so tragen Europas Regierungen Mitverantwortung für das rücksichtslose Töten einer Regierung,
der sie selbst zur Macht verholfen haben. Deshalb braucht es jetzt eine klare Botschaft an die Machthaber in Kiew. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung muss beendet, der Artilleriebeschuss von Wohngebieten sofort eingestellt werden. Wenn nicht, macht sich Europa mitschuldig. Dann sind die getöteten Zivilisten im Häuserkampf von Donetsk oder Luhansk auch unsere Toten. Warum sollten sie es jetzt also nicht mehr tun? Dafür gibt es überhaupt keinen Grund, das anzunehmen. Wagenknecht könnte auch darauf verweisen, dass Russland kein Interesse hat an Vergewaltigung. Weil mit jeder Vergewaltigung steigt das Risiko, dass Leute sich mit den Ukrainern zusammentun in den besetzten Gebieten und Anschläge planen und durchführen. Überhaupt der ukrainischen Armee irgendwie helfen heimlich. Sie haben das Interesse, die Bevölkerung zufriedenzustellen, rein rational betrachtet. Wohingegen die ukrainische Regierung nie das Interesse hatte, die russischsprachige Bevölkerung zufriedenzustellen, sondern es war ja von Anfang an das Ziel gewesen, zu spalten. Was sich ja in dem Verhalten seit 2014 noch ausgedrückt hat. Was ja nicht von der Hand zu weisen ist. Dass die Ukraine sich seit 2014 spalterisch verhalten hat. Jetzt kommt der Coup mit den Kriegsverbrechen und den Vergewaltigungen. Hat aber Fairkant jetzt darauf berufen, okay, wir lagen falsch, aber wir haben hier 30 Fälle, 2 von der Ukraine, 28 von Russland, okay, also wir haben zwar falsch berichtet, das war falsch von Klamroth, der war in seiner Menschlichkeit, ist er ein bisschen übergeschnappt, in Anführungszeichen, aber im Grundsatz ist ja richtig. Wir sehen ja hier, alles ist auf Seiten der Russen und ja, fast nichts ist auf Seiten der Ukraine, also im Grunde stimmt es ja sozusagen. Aber wenn man sich das mal überlegt, aus meiner Sicht, ich kann jetzt nicht genau einschätzen, inwieweit dieser Bericht stimmt, aber wenn man jetzt hier sieht, 30 Fälle, das ist angesichts der Bevölkerungszahl nichts. Und man weiß ja nicht, stimmt das wirklich? Es gab ja keine Gerichtsprozesse. Man muss wissen, jede Vergewaltigung, die im Westen berichtet wird, und das weiß die Ukraine ganz genau, erhöhen die Chance auf Waffenlieferung. Das heißt, sie haben um jeden Preis, möchten sie die Russen irgendwie schlecht darstellen können. Das kann Wagenknecht auch erläutern. Dass deswegen auch bei Kriegsverbrechen wie Butscha, dass deswegen man das besonders vorsichtig betrachten muss, weil natürlich die Ukraine, die ukrainische Regierung, ein großes Interesse daran hat, solche Fälle möglichst grausam darzustellen, weil sie wissen, die europäischen Regierungen sind demokratisch gewählt. Und wenn man die Bevölkerung davon überzeugt, dass da ganz schlimme Verbrechen geschehen, dann gibt es mehr Waffen. Das ist ein ganz klarer Zusammenhang, den Wagenknecht benennen kann, warum es so wichtig ist, diese Vorfälle genau zu untersuchen und man dann nicht einfach sagen kann, es war so. Dann können sie auch darauf verweisen, es gibt viele Hinweise darauf, dass das nicht so ist. Und da kann sie auf Reaktionen und Videos verweisen. Da hilft dann auch kein Faktencheck dagegen. Aber es reicht schon allein zu fordern, bei Butscha, dass es intensiv untersucht wird. Und sie muss nicht sagen, Butscha war eine Fälschung. Sie kann sagen, es gibt Zweifel und die Ukraine hat ein großes Interesse daran. Und die Öffentlich-Rechtlichen wollen ja genau nicht das Thema darauf lenken, war Butscha eine Fälschung. Weil wenn die Leute auf die Idee kommen und dann anfangen zu recherchieren, das ist ja das, was die Öffentlich-Rechtlichen genau nicht haben wollen. Und es wäre so wichtig, weil natürlich dieses Butscha, das ist natürlich, hat extreme Signalwirkung. Es überzeugt Leute davon, ja, die Russen, die Armee, sie können sich nicht beherrschen, wo sie hinlaufen, da plündern sie alles, da bringen sie alle um. Und wir denken natürlich, ja, was für ein Schwachsinn. Aber die Leute, woher sollen die das denn wissen? Ist es eine Informationsmauer? Wenn man nur die Information bekommt, was bleibt einem übrig, das zu glauben? Wenn dann selbst Sarah Wagenknecht das abnickt und sagt, ja, nichts dagegen sagt und sagt, ja, es ist ganz schlimm. Und umso mehr müsste man Frieden schließen. Weil sie bestätigt es ja auch noch. Sie sagt nicht, man muss das untersuchen, sondern sie bestätigt es. Sie hat es faktisch bestätigt. Und sie hat auch den Medien den Persilschein ausgestellt, dass sie wahrheitsgemäß berichten. Weil sie hat nur gesagt, die Medien diffamieren und es ist einseitig. Aber sie hat nicht gesagt, die Medien lügen und die Medien täuschen. Was nachweislich der Fall ist, und es ist, wie gesagt, Desinformation, das nicht zu sagen, sondern eben diesen Persilschein auszustellen, ja, ihr seid zwar diffamierend und einseitig, aber richtig berichten tut ihr. Irgendwie wissen die großen Medien jetzt mittlerweile die Strategie von Wagenknecht, dass sie gewisse Dinge nicht sagt. Wobei ich nicht verstehe, warum sie manche Dinge sagt. Sie erklärt zum Beispiel was mit den pazifischen Inseln, dass die USA da auch ihre Hand drauf haben, da gar nichts zu lassen, bringt bestimmte Beispiele, die unangenehm sind, die großen Medien auch nicht haben wollen, die für die großen Medien damit also unangenehm sind, weil sie machen das nicht, sie bringen dann diese Beispiele,
Das würde ja die Leute auf die Idee bringen, okay, ja, warum haben wir das in den großen Medien nicht gelesen? Warum erklärt uns das Wagenknecht? Also sie bringt da einige wichtige Beispiele, aber ganz viele wichtige Dinge bringt sie nicht, wo sie auch jeden Faktencheck locker bestehen würde. Und wie gesagt, aus meiner Sicht, das hängt damit zusammen, dass irgendwie Sarah Wagenknecht irgendwie eine Strategie verfolgt, die ja bis jetzt gut geklappt hat, immer wieder eingeladen zu werden. Also dass sie bestimmte, ich weiß nicht, ob sie das mit Lanz bespricht oder mit Maischberger, was sie sagen kann, was sie nicht sagen kann. Aber irgendwie hat es ja anscheinend geklappt, dass sie immer wieder eingeladen wird. Ein AfD-Vertreter nicht. Oder zum Beispiel auch Oskar Lafontaine nicht. Oskar Lafontaine wird nicht mehr eingeladen. Und aus meiner Sicht, er spricht wirklich eine klare Sprache. Und er bringt die Dinge sehr gut auf den Punkt. Also es ist eine Freude, Oskar Lafontaine zuzuhören. Er kann wirklich sehr gut sprechen. Und aus meiner Sicht, daran zeigt sich auch, dass er eigentlich wahrscheinlich Sarah Wagenknecht eine gute Absicht hat. Sie eigentlich auch was Gutes erreichen will, weil sonst wäre wahrscheinlich Oskar Lafontaine nicht mit ihr verheiratet. Also ich glaube, Sarah Wagenknecht schon, dass sie was Gutes erreichen will, aber aus meiner Sicht, die Sendung, auch wenn sie den Faktencheck natürlich am Ende sie sich gut vorbereitet hat, Klamroth sich blamiert hat am Ende, aber das Problem ist, er hat sich nur ein bisschen blamiert. Und das hat nicht gereicht. Zum Beispiel hier ist ein Beispiel von einem Rechtsanwalt, der das darstellt. Man kann also sagen, es hätte eigentlich jedem halbwegs vernünftig recherchierenden Journalisten auffallen müssen, dass neben den Vergewaltigungen der Russen auch die Kriegsverbrechen der Ukraine in den UNO-Berichten erwähnt werden. Das hat man allerdings komplett unter den Tisch fallen lassen. Das könnte für Vorsatz sprechen. Also, was mich nervt, ist, dass es ja sowieso schon Vorbehalte gibt aus der rechten Szene, Verschwörerszene, die quasi plakatieren, Lügenpresse, es gibt die größten Vorbehalte, dass man belogen wird von vorne bis hinten. Und wenn man das doch weiß und das auch ernsthaft widerlegen will, dann muss man doch an solchen Stellen auf äußerste Objektivität und Vollständigkeit achten. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass das irgendwie ein Randthema war in der Sendung, sondern die waren ja auch auf diese Sache vorbereitet. Da war ja Sarah Wagenknecht, die wurde da quasi hingesetzt. Dann hat man genau gewusst, wie sie sich äußern wird und hatte ja auch sich Sachen zurechtgelegt mit den UNO-Berichten. Aber man hat natürlich an einer Stelle, war man dann wieder nicht sorgfältig. Und das war natürlich wieder genau die Stelle, die den Leuten, die halt Lügenpresse wittern, in die Karten spielt. Und das ist natürlich traurig, weil im Prinzip ARD und ZDF ja auch durchaus positive Seiten haben. Aber diese Sache, die ist dem Ruf der Öffentlich-Rechtlichen auf jeden Fall nicht zuträglich. Also was mich auch echt interessieren würde, ist zum Beispiel jetzt die Frage, wer hat da gesessen und diese Sachen recherchiert, ja? Wie viele Leute haben da ermittelt und das recherchiert? Wer hat sich da hingesetzt, sozusagen als Chefredakteur, und hat gesagt, wie diese Sendung gestaltet wird? Gab es eine politische Aussage, die diese Sendung haben soll? Weil man hat ja irgendwie den Eindruck, dass halt diese Details, die jetzt negativ für die ukrainische Seite sein könnten, dass die weggelassen wurden, also welcher politische Narrativ soll da... Man müsste da auch mal reingehen und sagen, Jungs, was wurde da besprochen? Wie lange habt ihr euch vorbereitet auf die Sendung? Gab es da eine Redaktionssitzung? Hat da einer was zu den Quellen gesagt, zu den UNO-Berichten, zu den Statements? Wie wurde das diskutiert? Hat da auch mal vielleicht jemand gesagt, übrigens, die Ukrainer, die haben da auch zwei Kriegsverbrechen begangen, da stand auch irgendwas drin, und hat dann einer gesagt, das können wir weglassen, das passt nicht. Ja, oder wie wurde das gemacht? So. Man weiß es nicht. Aber Journalismus ist eigentlich anders, glaube ich. Ich bin kein Profi, aber... Ha? Also, man könnte natürlich zugunsten von dem Klamroth annehmen, dass er einfach der Sache nicht gewachsen ist. Oder die Reaktion ist der Sache nicht gewachsen. Und aus meiner Sicht, der Rechtsanwalt, der macht auf mich schon einen intelligenten Eindruck. Aber man merkt... wenn man sich das anschaut, ihr könnt euch mal das Video anschauen, man merkt, er glaubt im Grunde weiter den Mediennarrativen. Er sagt zwar, das Niveau geht runter und so weiter und so fort, aber das kann den Medien ja egal sein. Das Niveau geht runter, das Niveau geht immer runter, die Jugend von heute ist immer schlecht und so weiter und so fort. Solange er das schluckt weiterhin, und er hat es geschluckt, und aus meiner Sicht ist es bei ganz vielen Leuten so,
Und was, wie sollen sie auch? Sie hängen in dieser Informationsblase drin. Und wenn Wagenknecht jetzt da reingeht und die Narrative bestätigt, abnickt und sie als Gegenpol dasteht, dann verfestigt sie diese Blase. Dann verhindert sie, dass die Leute ausbrechen aus der Blase, was wirklich verheerend ist. Weil sie dann den großen Medien ein Alibi ausstellt. Ich denke nicht, dass sie das bewusst macht. Wobei man weiß es ja nicht genau, man kann es nicht ausschließen. Weil Oskar Lafontaine macht es ja nicht. Er redet ja Tacheles. Er wird auch nicht mehr eingeladen. Es kann also aus meiner Sicht schon sein, dass die großen Medien hier Sarah Wagenknecht überlisten. Dass Sarah Wagenknecht denkt, sie überlistet die großen Medien. Aber tatsächlich ist es so, dass sie überlistet wird. Dass sie benutzt wird, ohne es zu merken. Und sie sich der Tragweite nicht bewusst ist. Dass sie denkt, sie hat sich jetzt hier eine Strategie zurechtgelegt. Die Argumente ziehen, ich bringe jetzt das und das, das reicht für Friedenshandlungen. Die Argumente, die bringe ich felsenfest vor und die laden mich trotzdem ein und das reicht. Und aus meiner Sicht, das reicht eben nicht. Jetzt kann es Wagenknecht sagen, ja, es sind ja ganz viele Deutsche gegen den Krieg und so weiter, das ist mein Verdienst. Aber aus meiner Sicht, ich bin nicht sicher, ob das Wagenknechts Verdienst ist, sondern aus meiner Sicht ist das die Vorarbeit seit 2014 von Daniele Ganser und anderen. Michael Lüders, Wolfgang Bittner, Thomas Röper und viele mehr. Als das Thema noch nicht so heiß war, noch nicht so heikel war, 2014 gab es ja sogar noch von Monitor kritische Beiträge, das haben sich ein paar Leute doch schon gemerkt. Überhaupt die USA, da sind die Leute schon misstrauisch. Und das kriegen die Medien auch nicht so einfach weg. Und aus meiner Sicht, das ist der Grund, weshalb die Leute misstrauisch finden. Das sind leider eher, das ist natürlich eine reine Vermutung, aber ich denke, es sind eher nicht die Auftritte von Wagenknecht. Aber ihr könnt ja schreiben, wie ihr das seht. Ansonsten könnt ihr noch schreiben, was ihr sonst so denkt. Macht's gut.